Und schon geht es weiter mit dem einzigartigen, phänomenalen Sus Scrofa, das Schwein, wild und ungebändigt. Alfred sagt, in seinen Eigenschaften ähnelt das Hausschwein in vieler Hinsicht noch seinem Urahn und man kann deshalb leicht von jenem auf dieses schließen. Und das heißt eindeutig Matriarchat, Schwesternwirtschaft, Emanzipation tut nicht Not, die Schweinewelt ist durch und durch weiblich geprägt. In Freiheit ist es die große alte Bache, die sagt, wo es lang geht. Eine trefflich rottende Schweinebandine macht alles mit, was geht, egal ob wild oder gezähmt. Seid bereit, allzeit bereit. Ganz einerlei, ob es um die morgendliche Toilette geht, man erleichtert sich bei gemeinsamen Synchrongeschäften deutlich koordinierter, oder ob der Gruppenschlafsaal kollektiv beheizt wird. Sogar bei Minusgraden schnellt das Thermometer im Waldkessel auf bis zu 20 Grad Celsius. Oder ob es gar um die rauschende Brunst geht, die die Grande Dame einläutet. Die Mädels machen gemeinsame Sache. Der Duft der Maische oder euriphagische nahrungspotente Lebensweisheiten. Am Anfang war das Bier. Vor über 7000 Jahren begann der Mensch mit der Vergärung von Gerste. Ein süßes Abfallprodukt der Bierherstellung, die Maische, landete wohl duftend für Schweinenasen. Unwiderstehlich köstlich, auf der steinzeitlichen Müllkippe. Schweine haben sich von alleine domestiziert, gingen ein Bündnis mit uns ein, auf Leben und Tod. Schweine, sie wollen gestalten, kreativ sein. Sus Scrofa, Landschaftsgärtner, Connoisseur und Erdenarrangeur. Pro Tag bewegt der Rüssel bis zu 120 Quadratmeter Waldedaphonien. Für Sus Scrofa ist Körperpflege das A und O. Baumstammpeeling und Wellnesslandschaft ein unbedingtes Muss der Wohnungsausstattung. Schlammmasken werden nur in feinstem Schlamm eingenommen, keinesfalls im Dreck und schon gar nicht in der eigenen Scheiße. Schweinens berühmte Nase sucht ihresgleichen. Sie kann Gefühl zeigen, kann Zartheit, Schönheit, Frohsinn, Weisheit und Aufregung ausdrücken. Eine üppige, individuelle, nasale Gefühlspalette. Sie ist Pflug, Arm, Spaten und primäres Sinnesorgan in einem. Das hat kein Baumarkt im Angebot. Drei verschiedene Muskeln bewegen das Rhinarium. Maximilia wird uns dies nun einmal demonstrieren. Maximilia, bitte. Ein breites Band lässt die Nase hochziehen. Zwei weitere Bänder haben die Seite der Nase unter Kontrolle. Danke, Maximilia. Alfred sagt, und so geht's weiter mit Blitzesschnelle. Ihr Gang ist rasch, ihr Lauf ist schnell. Alle schwimmen vortrefflich, setzen sogar über Meeresarme, um von einer Insel zur anderen zu gelangen. So geschehen ab dem 16. Jahrhundert, wo Schweine auf diversen Inseln von Landstrichen der Welt von Seefahrern strategisch ausgesetzt wurden, um nachfolgenden Matrosenkollegen als Nahrungsmittel zu gereichen. Weltentdeckungen à la Sus Scrofa. Columbus, Cortes, Hernando de Soto und wie sie alle heißen. Iberiens Schweine traten schon 1493 die Reise zum amerikanischen Kontinent an und ernährten die Spanier in fremden Landen. Columbus hatte 8 feiste Schweine dabei. De Soto hatte auf einer seiner Expeditionen 13 gute Sauen und 2 starke Keiler an Bord. Die hatten seine Mannen 600 Soldaten und 24 Priester auf seiner Reise zu ernähren. Die Schiffe ließ er verbrennen. Es gab keinen Weg zurück. Am Ende waren fast alle Pferde und viele der Soldaten nicht mehr am Leben.
De Soto aber hatte immerhin noch 300 Schweine, trotz eines herben Verlustes von 400 Schweinen an einen Stammeshäuptling, der gerne Schweinebraten aß. Als er endlich zurück in Mexiko war, hatte De Soto wieder 700 Schweine an Bord. Mit Schweinen die Welt erobern. Kein Ruhmesblatt für die Menschheit, aber eine tolle Leistung, was die Schweine angeht. Schweine. Friedensbotschafter der Welt. Diplomaten der Welt, schaut auf diese Schweine. Das war's vom Fräulein für Soup and Talk 2021. Ein großes Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Auf die schönen Weltentdeckungen aller Fräulein Brems Tierleben. Auf die Zukunft, auf dass wir wieder Theater spielen können. Dankeschön, alles Gute.